Mein Name ist Heman Abraham Brändli und ich wuchs als ältestes von 6 Kindern in einem wohlbehüteten christlichen Elternhaus in einem Dorf über dem Bodensee auf. Spannende und prägende Zeiten meines Lebens führten mich jedoch in die Hölle auf Erden. Den Weg dahin und wie ich daraus entkam, möchte ich gerne mit euch teilen. Als ich in den Kindergarten und die Schule kam, dürstete es mich nach Anerkennung durch Klassenkameraden. Doch anstatt meinen Weg zu gehen und mir so den Respekt zu verdienen, versuchte ich, Aufmerksamkeit zu bekommen, indem ich aus der Reihe tanzte. So wurde ich zur Dauerbelastung für Schüler und Lehrpersonen. Zunehmend wurde jedes Stoppsignal meines Umfeldes für mich zu einer Aufforderung zur Übertretung. Und je mehr Grenzen meine Eltern oder Lehrer mir setzten, desto mehr durchbrach ich sie. Denn ich hatte das Gefühl, dass sie mich von der Freiheit, nach der mich dürstete, abhalten würden. Erst Jahre später erkannte ich, dass meine Eltern, Lehrer und Betreuungspersonen mich genau vor dem Weg bewahren wollten, auf den ich mich begab. So kam es, dass ich mit 12 Jahren anfing zu rauchen, zu trinken und das erste Mal Drogen probierte. An Wochenenden schlich ich mich nachts raus, um auf Partys oder zu Kollegen zu gehen. In dieser Zeit begann ich harten Rap und Hip-Hop zu hören, was mich in meinem regelwidrigen und selbstzerstörerischen Wandel bestärkte, da es diesen Lebensstil verherrlicht und vorlebt. So verwundert es auch niemanden, dass ich von der Sekundarschule in die Realschule wechseln musste, da meine Leistungen miserabel waren. Da ich nicht nur gesellschaftlich-moralische Regeln missachtete, sondern zunehmend auch gesetzliche Regeln brach, hatte ich immer mehr mit der Polizei zu tun. Mit 14 Jahren wurde ich dann für einen Einbruch zur Strafarbeit verurteilt. Doch auch dies konnte mich nicht zum Nachdenken bringen. Und wenn, dann überlegte ich höchstens, wie ich nächstes Mal nicht erwischt werden würde. Dieser Zustand war für meine Familie zunehmend untragbar und so kam ich zu einer Pflegefamilie. Die Pflegemutter war eine liebenswürdige Alt-Hippie-Frau, welche sich in ihrer Freizeit für Jugendliche einsetzte und mich aufnahm. Ich hatte mich gefühlt aus dem freiheitsbeengenden Korsett des Elternhauses befreit und dachte mir, endlich habe ich die große Freiheit gefunden und durfte machen, was ich wollte. Naja, nicht ganz, denn anscheinend braucht auch das Leben außerhalb der Familie eine Struktur. Und wie ihr euch bestimmt denken könnt, war wieder keine Regel vor mir sicher. Unter dem Motto, ich tue, was ich will, wie ich es will und wann ich es will, setzte ich meinen egoistischen Lebensstil auf Rechnung meines Umfeldes fort. Ich begann dann ein Praktikum als Drucktechnologe, welches ich nach einem halben Jahr hinschmiss, da ich keine Motivation mehr hatte. Danach vermittelte meine Pflegemutter mir eine Anstellung bei einem Fenstermonteur. Die harte Arbeit bereitete mir viel Spaß und inspirierte mich dann auch zu meiner Lehre als Schreiner. In dieser Zeit begann ich selbst Drogen zu verkaufen und konsumierte das erste Mal härtere Drogen. Regelbrüche, Stress, Adrenalin, Alkohol, Frauengeschichten und Drogen aller Art bestimmten meinen Alltag. Dies war natürlich auch für meine Pflegemutter untragbar und so flog ich nach einem Jahr von dort raus. Da eine Heimüberweisung als kontraproduktiv angesehen wurde, kam ich über mehrere Umwege in meine erste eigene Wohnung. Ich war 15 und hatte die Freiheit, die ich mir immer gewünscht hatte, endlich erreicht. Ich konnte tun und lassen, was ich wollte. Nun ja, nicht ganz. Da waren noch die Ausbildung und der Haushalt. Aber auf der Lehre musste ich nur anwesend sein und der Haushalt macht sich sowieso von allein. So dachte ich zumindest damals. Nach 3 Monaten schnitt ich mir bei einer Arbeit den Mittelfinger fast gänzlich ab. Als ich mit 16 Jahren in das Krankenhaus eingeliefert wurde und die Krankenschwester fragte, ob sie jemanden informieren könnte, antwortete ich mit niemand. Erst Jahre später erkannte ich, dass ihr entsetzter Gesichtsausdruck auf die harte Realität, in der ich damals lebte, bezogen war. Ich war allein.
aber viel zu stolz, um mir dies überhaupt einzugestehen. Alles, was in meiner Gefühls- und Emotionswelt als Schwäche eingestuft wurde, wurde gnadenlos ausgeschaltet. Und auch verschiedene Psychologen konnten mir nicht helfen. Da ich abends noch feiern war, wurde es normal, dass ich auf Arbeit verschlief. Das mangelnde Interesse an der Lehrstelle führte dazu, dass ich von dieser flog. Nach 2 Monaten konnte ich meine Lehre an einem anderen Ort fortführen. Jedoch war ich mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo ich psychisch nicht mehr in der Lage war, eine gute Leistung zu bringen, auch wenn ich wollte. Dies beschäftigte mich und so überlegte ich, wie ich auf kriminellem Wege meinen Lebensunterhalt verdienen könnte. Als ich eines Tages die Treppe zu meiner Firma hochlief, nahm ich innerlich eine Stimme wahr, die mir sagte, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, mich zwischen dem Weg meiner Eltern oder einem Schritt tiefer in die Dunkelheit zu entscheiden. Ich lief in meine Firma, in die Besenkammer und brach dort schluchzend zusammen. Ich habe es versucht, ich schaffe es nicht, waren die einzigen Worte, die ich über die Lippen brachte. Ich hatte keine großen Worte, aber Gott sah zum Glück mein Herz. Am nächsten Tag rief ich meine Eltern an und entschuldigte mich bei ihnen und fragte, ob ich wieder nach Hause kommen dürfte. Ich kam aus einer Welt geprägt von Kälte, Gewalt, Hass und Frust zurück in ein behütetes Elternhaus. Bis heute kann ich mir nicht genau vorstellen, was meine Eltern und Geschwister mit mir durchmachen mussten. Denn nun musste ich mich mit der Realität konfrontieren. Es gab kein Ausweichen durch Kontaktabbruch oder Exzesse mehr. Ein Weg der Wiederherstellung und Regeneration hatte begonnen. Übrigens hatte ich vorher durchschnittlich 1 Liter Bier pro Tag getrunken und 1 Päckchen Zigaretten geraucht. An Wochenenden konsumierte ich dazu noch harten Alkohol und Drogen. Am Tag meiner Bekehrung durfte ich erleben, wie ich davon ohne Entzug freikam. Keineswegs waren aber nun alle meine Probleme verschwunden. Nein, aber ich hatte einen Herrschaftswechsel vollzogen. Weg von der Einstellung, ich weiß, wie alles geht, hinein in ein bedürftiges Herr oder Vati, Mami, ich weiß nicht wie. Denn Gott redet ja nicht nur direkt zu mir, sondern vielmals auch durch mein Umfeld. Aber zurück zu unserer Geschichte, wo wir einen frisch bekehrten Hemann haben, der vor dem Trümmerfeld seines Lebens steht. Ich würde diese Zeit vergleichen mit dem Wiederaufbau nach einem Krieg. Nur weil der Krieg beendet ist, ist das Land nicht wieder aufgebaut. Als erstes setzte ich mich mit dem Leiterteam der OCG in Verbindung. Zur Erklärung, OCG bedeutet organische Christusgeneration und ist ein internationales christliches Familienhilfswerk, welches als Drogenrehabilitationszentrum begann und mit den Schwächsten unserer Gesellschaft die Gesetzmäßigkeiten des Lebens studiert, um ihnen wieder auf die Beine zu helfen. Diese Prinzipien gaben sie dann auch unentgeltlich an Familien und Hilfesuchenden aller Art weiter. Wie auch mich. Dies mit der Vision, dass nur eine starke Familie oder kleinste Zelle auch eine starke Gesellschaft bilden kann. Mit dem Leiterteam setzte ich mich auch in Verbindung, da ich vorher zu der größten Tageszeitschrift der Schweiz, der 20 Minuten, gegangen bin und die OCG verleumdet habe. Diese haben meine Verleumdung ohne Integritätsprüfung, also ohne nur den geringsten Background-Check bei mir zu machen, veröffentlicht. Und hätten diese ihre journalistische Tätigkeit gewissenhaft getan und zum Beispiel kurz mit meinen Bezugspersonen geredet, wäre schnell klar gewesen, dass ich keine verlässliche Quelle bin. Es war für sie gefühlt wie das gefundene Fressen, etwas gegen Ivo Sasek und die OCG publizieren zu können. Ich erfuhr, dass durch diesen verleumderischen Bericht sogar Ivo Saseks Tochter aufgrund des durch diesen Artikel ausgelösten Mobbings in der Schule weinend nach Hause kam und nicht mehr hingehen wollte. Als dieses Gespräch zu Ende war und ich unter Tränen sagte, dass es mir leid tut, nahm ich Ivo in den Arm und sagte, es ist gut. Und ich spürte, da
dass es aus tiefstem Herzen so gemeint war. Gleichzeitig wusste ich, dass dies etwas war, was ich so noch nie auf der Welt erlebt hatte. Denn für einen liebenden Vater ist es niemals ganz gut, wenn du seine Tochter zum Weinen gebracht hast. Es geht dann eher in die Richtung, ist schon gut. Ganz zu schweigen davon, dass dieser verleumderische Artikel seine ganze Familie sowie die OCG unter Verruf gebracht hat und die Gemüter gegen sie aufgewiegelt hat. Dies kann nie mehr rückgängig gemacht werden. Jahre später fand ich heraus, wieso er dies aus tiefstem Herzen sagen konnte. Dies, weil er trainiert hatte, auf seine innere Stimme, wenn er nennt es Leben oder Frieden, einzugehen. Und weil er wusste, dass dies das Navigationssystem des Schöpfers selbst ist, das er in jedem von uns installiert hat. Dies weiß alles in jedem Moment und hat ihm in diesem Moment gesagt, dass es in Ordnung ist. Doch dies überhaupt zu begreifen, davon war ich Jahre entfernt. In einem weiteren Schritt entschuldigte ich mich für den Schaden, den ich produziert hatte in meinem Umfeld und versuchte diesen, soweit es ging, wieder gut zu machen. Also ging ich beispielsweise zu den Läden oder Personen, die ich beklaut hatte und erstattete das Gestohlene zurück. Ein teures, gestohlenes Fahrrad brachte ich zu der Polizei, da ich den Besitzer nicht mehr ausfindig machen konnte. Und auch bei ehemaligen Lehrern oder Arbeitgebern entschuldigte ich mich für mein Benehmen. Einen verschlafenen, partysüchtigen Jungen, der nichts für die Schule gelernt hatte, verwandelte Gott in einen verantwortungsbewussten und ehrgeizigen jungen Mann, dem er die Gnade gab, eine eigene Firma zu gründen. Als kleines Zeugnis der Verwandlung möchte ich hier auch meinen psychischen Zustand mit einfließen lassen. In der ersten Zeit, als ich nach Hause kam, konnte ich keinen Satz fertig bilden. Doch schon zum Abschluss der Schreinerlehre durfte ich vor vielen Leuten eine Dankesrede an meine Lehrer halten. Übrigens durfte ich die Lehre dank der Gnade Gottes mit 4,9 in Deutschland 2,1 abschließen. Diese Verwandlung geschah auch dank der unzähligen Praxistage, die ich in der OCG unentgeltlich besuchen durfte. Ich durfte dort immer wieder in praktischen Projekten lernen, wie man nicht nur als Individuum, sondern auch als Team im Alltag diesem inneren Frieden folgen kann. Denn dieser Friede, auch Intuition genannt, ist der Geist des lebendigen Gottes, der uns liebt und uns dadurch leiten möchte. Diese Realität darf ich auch mit meinem Bruder erleben, mit dem ich letztens eine WG gründen durfte. Wir dürfen gemeinsam erleben, wie Gott unsere Verschiedenartigkeit nutzt, um sich zu verherrlichen. Denn immer wieder an dem Punkt, wo wir uns zwei als unersetzliche Herzenshälften erkennen, oder wie es ein Muslim formuliert hat, wo wir uns gegenseitig als Lichtstrahl Gottes erkennen, erleben wir, wie es wunderbare Lösungen und Wege gibt, die weit über dem stehen, was ein Einzelner erreichen könnte. Entgegen der verleumderischen Aussage der Medien habe ich in der OCG auch Freizeit. Ich gehe sehr gerne wandern und habe auch etliche Jahre Kampfsport betrieben. Aktuell betreibe ich Sport als Ausgleich und um auch im hohen Alter noch fit zu sein. Denn Muskeln oder Agilität bringen dieser Welt nicht wirklich viel. Doch was bringt dieser Menschheit denn etwas? Oder anders gefragt, wie kann ich diese Welt verändern? Bin ich dafür nicht zu klein? Um diese Frage zu beantworten, würde ich gerne etwas zurückspulen, nämlich in den März 2011, als der Libyen-Krieg geschah. Ich saß damals vor meinem Fernseher und konnte es mir nicht erklären. Wie kann im Jahr 2011 Krieg sein? Ich sah alle Kulturen in der Schweiz gemeinsam leben, ohne Krieg. Und die Erklärung, die es im Fernseher dafür gab, war für mich nicht logisch nachvollziehbar. Als ich zu meinen Eltern zurückkam, erfuhr ich, dass sie sich schon viel genauer mit diesen Problematiken beschäftigt hatten. Und ich erkannte, dass es Leute gibt, die von Kriegen profitieren und dass dies ein Hauptgrund für die Kriege ist. Die OCG hat mir also zusammenfassend als erstes beigebracht, die Liebe in den eigenen vier Wänden zu leben, so dass ich sie hernach auch der ganzen Welt entgegenbringen kann.
Bei jeder Umweltkatastrophe oder auch Krieg merken wir, dass wir ein menschheitsumspannender Organismus sind. So lernte ich auch, dass mir der Frieden in den eigenen vier Wänden nichts bringt, wenn währenddessen Kindern vor Bomben fliehen und alle 3 Sekunden ein Mensch an Hunger stirbt. Doch die Erkenntnis einer Problematik bringt nicht viel, wenn man nichts dagegen unternehmen kann. So kam es, dass sich der Ultra-Egoist Heman für diese Welt einzusetzen begann. Denn er spürte, dass wenn er die Liebe zu dieser Welt, die gefangen in den Händen raffgieriger Lobbyisten und Egoisten ist, auslebt, eine Freude und Kraft ihn vorwärts trägt. Möchtest auch du dieser Welt helfen und weißt nicht wie? Dann melde dich bei KlarTV und finde deine Berufung und deinen individuellen Platz hier auf dieser Erde. Abschließend kann ich sagen, dass ich die Freiheit, die ich in meiner Jugend gesucht habe, finden durfte. Doch sie liegt nicht, wie ich damals dachte, in der Freiheit, alles zu tun, was ich möchte, ohne Rücksicht auf das Umfeld. Diese vermeintliche Freiheit endete in Einsamkeit und machte mich zu einem Sklaven meiner Lüste und Triebe. Wahre Freiheit erlebte ich immer dort, wo ich meinen spezifischen Platz im Menschheitsorganismus einnehmen durfte. Eine lächerliche, einfache, aber doch so eindrückliche Situation war, als ich an einem großen Treffen mit Kuchenbuffet den Leuten die Kuchen reichen konnte. Ich spürte, dies war das Bedürfnis meines Umfelds und ich fühlte mich wie im Himmel. Denn wo anstatt egoistischer Interesse das Gesamtwohl im Zentrum steht und jeder seinen kleinen Teil mit reingibt, erlebt man, dass keiner Mangel leiden muss. Deshalb machen wir in der OCG auch alles unentgeltlich und ehrenamtlich. Ich darf dir aus eigener Erfahrung sagen, dass ich in der OCG das beste Umfeld gefunden habe, um zu erleben, wie Gott nicht von außen irgendeine Veränderung auf dieser Welt bewirkt, sondern durch mich und durch dich. Er liebt dich und möchte dir in all deinen Problemen helfen und er hat einen wunderbaren Platz für dich. Dies ist die neue Welt, die sich in Menschen manifestiert und darin sehe ich eine Hoffnung für diese Welt. Komme du an einen Projekttag in deiner Umgebung und erlebe live, wie wir gemeinsam trainieren, dieser inneren Freude und diesem inneren Frieden zu folgen oder unterstütze KlarTV und finde da deinen Platz, um diese Welt zu verändern. Klicke auf den Button unten und sei live dabei, denn diese Welt wartet genau auf dich und auf mich.